Ey, das geht doch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich gegenkomme. Ich bin schon so flach wie eine Flunder. Ey! Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wird natürlich wieder eine richtig beschissene Folge GTA Challenge for Crew Daddy. 5 von 10 Hakuto und XA21 Challenge 30 Minuten. So, mit dabei haben wir Deko, der euch das jetzt alles nochmal auf Orkisch sagt. Hallo, ich bin Mr. Cringe. Wie geht's euch? Orkischack. Das war orkisch. Yuck. Also, Muchachos. Du hast da Niederorkisch benutzt. Ich hab eiskalt. Das war klingonisch. Ja. Uk. Yuck. Und so weiter und so fort. Also, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ne? Mal wieder eine richtig beschissene Folge. Wow, das GDA, ist ja ein Enttäuscher da. X21 und Hakuchu. Ey, komm mal, wir können endlich mal ein bisschen Skill zeigen. Was los? Alter, das ist ein richtiger Antäuscher, Alter. Das wird ja noch richtig. Wieso? Viel tiefer. Wenn du erstmal drunter bist, wird's tiefer. Das ist nah. Und wir haben nicht so viel Platz. Oh, ach da! Jetzt habe ich das erst gesehen. Alter, nice. Wir haben übrigens. 30-Minuten-Challenge? War es 20-Minuten-Challenge? Ah, hab's schon wieder vergessen. Hallo. Es war, glaube ich. Gedankenleser. 20-Minuten-Challenge. Nein, es waren 30. Kriegen wir hin, oder? Papa zu Papa! Also, Hakuchu. War der falsche Papa, habe ich verstanden, aber. So. Also, mein falscher Problem ist. Papa. Ja, ich bin immer ganz gut dabei. Der Anfang ist gut und dann kommt die tiefere Stelle und jetzt bin ich sogar zum Punkt gekommen, aber tot. Okay, ich mache jetzt langsam, so. Eigentlich ist es einfach. Nee, ich krieg den Wheelie nicht hin. Ah, Papa, ich bin fast durch! Ich war jetzt schon mehrmals fast durch. Es ja, laber mich. Ich muss voll. Nur ein ganz kleines bisschen tiefer kommen noch. Ja, Dito. Ey, das geht doch nicht! Ich weiß nicht mehr, wo ich gegenkomme. Ich bin schon so flach wie eine Flunder. Hör auf zu weinen, Junge. Digga, ich schaff's vor dir. Ja, du kommst gegen das weiße Ding da. Eh nicht. Also vielleicht doch, aber eh nicht. Fuck! Digga, ich weiß echt nicht, wo ich gegenknalle. Das ist so ein nicer Try eigentlich bei mir. Hä, was war das? Wo war der Wheelie, Alter? Warte, ich muss immer hier hinstehen, um dich zu blockieren. Ich hab auch verkackt, shit, ey. Jetzt hast du extra gewartet. Trottel. Nice. Oh, hi! Ja, ich glaube, mit Windschatten wird es leichter für dich. Ha! Hinzatatata! Ey! Das war ich nicht. Ey. Ja, ey, jetzt, ich das wär's hab, gewesen, ey. Ne? Ja. Nein, wirklich! Ich schwöre, guck die Aufnahme. Ich schwöre, ich war durch. Ich schwöre. Wirklich. Ja, du warst durch. Du warst durch, oder? Ey, ja, du fahr noch in den Weg, Alter. Warst du durch? Diesmal nicht, aber davor. Weil ich denke, wir machen das eigentlich schon ganz geil. Warum springe ich so weit? Ich springe ja fast gegen das Ding gegen, Alter. Ich bin so gegen das Ding gegen. Nicht verdient, ey. Digga, einfach so ein kranker Profi. Und schon runter vom den mache ich jetzt auch. Und geschafft. Daddy ist durch. Es und kitzelt in meine Bauchnabel. Ey, das war schon verdient, oder? Sag das war verdient, oder? Ey, ich lieg schon wieder tot mit meinem Motorrad. Nein, war es nicht. War das verdient? Sag los, gib es zu. Tot mit meinem Motorrad im Punkt. Nein, war es nicht. Siehst du? Oder seht ihr, Mutter hat es Deko zugegeben. Easy. Ja, was jetzt kommt? Ja, ey, willst du mich komplett nudeln? Also... Hast du noch tiefer, oder was? Die Map ist für dich vorbei, das kann ich jetzt schon mal sagen. LOL. Nein! Gleit, oder was? Digga. Ein Gleit, okay, also Gleit in so ein kleines Pizzastückchen rein. Alter! Also eigentlich habe ich alles gleich gemacht. Irgendwann hat es funktioniert. Irgendwann hatte ich einfach den magischen Try. Ich war sogar schon durch und bin hinter dem dünnen Stück bin ich gestorben. Hä, wie geht das denn? Achso, weil du dann zu weit nach unten geballert bist. Jetzt habe ich ihn. Oh, come richtig on, Alter. Oh! Jetzt hat er ihn. Nice, Digga! Guck mal, ich gönn dir das. Digga, ja, bei mir war ja auch verdient. Oh! Okay, jetzt. Ich sehe, glaube ich. Schlecht gemacht hier, muss man sagen. Schlecht gemacht. Okay. Second try haben wir.
Sehr gut. Und der Teleporter. Du kannst den Punkt einsammeln, wenn du so scheiße geleitest wie ich und an der Tube vorbei cruist, sammelst du den Transformationspunkt automatisch ein. Ja, also hast du gecheatet, Boxershorts hast du auch gesetzt wahrscheinlich automatisch, ne? Ich wusste es. Ich wusste es. Einfach schlecht gebaut, also du hast den... Konnte ich nichts dafür. Okay. Konnte nichts dafür. War schlecht gebaut. Ja, also du hast wissentlich den Punkt. Nee, hab ich nicht wissentlich. Nee, hab ich nicht. Ja, nicht absichtlich, aber wissentlich. Ja. Nee, nicht wissentlich. Nee, doch klar, aber. Auch nicht wissentlich. Nicht absichtlich und nicht wissentlich. Fast zwei, Junge! Alter! Wer hat die Gleitskills? Digga. Nenn mich Young Möw, Alter! Also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, Ja, ich auch nicht. Ich glaube, du kannst gleich nochmal machen. Alter Schwede, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey. Alter, Digga, wie ich einfach angeflogen kam, wie so ein junger Gott, Alter. Oh, es geht weiter! Ich würde, der Zeus hätte gerne meine Nille poliert. LOL! Das ist nur ein Schmutziger, oder? Oder zwei Schmutziger? Das war's. Das war's. Wie? Ja. Deko. Das ist das Ziel. Ja. Digga, dein Ernst? Ey. Ja, dann los, dann cruise Marvin, rein. Marvin, Boxershot. Cruise rein. Ich mach noch eine extra Drehung, hast du dir verdient. Du musst doch eben eine Boxershot. Hä, warum? Ja, hä, weil du den Punkt nicht richtig genommen hast. Muss ich nicht? Klar! Ja und, da kann ich doch nichts dafür, wenn der Mapperbauer das so gebaut hat. Hä, hat ich hab's ja nicht wissentlich gemacht. Wie, hat er nicht? Ja, er hat's nicht so gebaut, dass du richtig scheiße da reingeorgelst. Du bist einfach nur scheiße reingeorgelt und hast es hingenommen. Scheiße. Arschlachs, oh! Ja, gut! Oh! Aber Hashtag fetten Möwenrespekt in die Kommentare für mein Gleit. Ich muss aber ehrlich sagen, das war schon ein bisschen lucky. Ich war überrascht davon, das geschafft zu haben. Das war schon intens. Weiter geht's! Jetzt Jigsaw's Return 6. Wir haben eiskalt schon 4 von 6 jetzt gezockt. Und Deko, du darfst das vorlesen. Beeil dich. Schnell. In letzter Sekunde gelingt euch die Flucht aus dem Escape Room, bevor dieser mit Wasser geflutet wird. Wütend und unter Wache schwört ihr euch nun auf die Jagd nach Jigsaws Schülern und könnt Recherchen ihren Unterschlupf ausfindig machen. Dort angekommen werdet ihr jedoch bereits von einer maskierten Person erwartet. Dieser stellt sich zu eurem Entsetzen als kein geringer als Jigsaw persönlich vor. Doch wie ist sowas möglich? Ist dieser nicht vor Jahren gestorben? Wenn das nicht wirklich 1A vorgelesen war, dann lesen weiß ich aber auch nicht. Ja, also nicht Jack Sparrow, Jigsaw eiskalt. Nice. Später, wenn meine Kinder schlafen gehen werden, werde ich ihnen auch so gute Nachtgeschichten vorlesen. Digga, das sieht aus wie Jigsaws Sohn. Guck dir das mal an. Das ist Baby Jigsaw, Alter. Digga, richtig geil. Also, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir haben scheinbar nur begrenzt Zeit, ne? Okay. Das heißt, ich verziehe mich ganz schnell hier. Hallo. Hä, was passiert da denn? Aha. Oh nein! Okay. Ah, ihr müsst wieder alle. Okay, Digga. Ja! Lol. Also, 7 Balls brauchen wir. Warte mal, hier. Eskaliert. Get all 7 Balls. Wir brauchen 7 Balls. To escape. Okay. Ich höre was piepen. Hörst du auch was piepen? Warte, jetzt. Da habe ich doch was gefunden, Alter. Was war das denn? Wer war das denn? Aber hier, wir müssen die da runterkegeln, ne? Wie funktioniert das? Heißt, wir warten? Einfach hier rüber? Ich hätte jetzt aber gedacht, dass man die von hinten runter... Ah, man muss einfach nur... Den muss man ja, es gibt so verschiedene... Ich will blau. Aber wir müssen eh doppelt fahren. Gehst du da im Orange? Warum? Alter, scheiße. Ja, weil hier Minen sind. Also ich weiß nicht, ob eine fake ist und die andere nicht. Ich mache mein Blau, okay. Und meins ist Pink. Du kannst rübergehen zu Orange. Oh, gerne. Vielleicht explodierst du dann. Ja, gefällt mir. Hallo! Digga, was für eine geile Idee. Also, ein kleiner Jigsaw-Parcours. Alter, ich muss aber sagen, 10 Minuten Zeit. Das werden wir wegräumen. Wer hat den gebaut? Ja, ist leider eine Kopie, ne? Weißt du das? Aber Nico wäre das sonst gewesen. Ich weiß nicht, ob Nico einfach nur kopiert hat. Digga, aber also ich finde die... Das ist sehr für einer. Ich finde die Ideen, auch wie ich jetzt, ich meine, das war einfach jetzt, aber wie ich hier hochgekommen bin, war schon echt sexy, Alter. Digga, es wird ja auch so eine Person da gewesen. Weiße Technik. Bei mir ist so ein Typ in Unterhose da. Nice. Bei jedem Ding ist eine Person. Ich habe einen Ball runtergestoßen, der erste Kugel, er ist da. Ja. Geiles Ding, also ich finde aber, es sieht bis jetzt ein bisschen zu einfach aus.
Falls ihr auch Bock habt auf sowas, baut sowas selber und macht es ein bisschen knackiger. Hier habe ich jetzt, kann ich jetzt. Ja, sowas hatten wir ja schon mal, ne? So ein Bowling von ja! Oh. Okay. Ja, du wolltest das machen, ich cruise mal rüber, ne? Ja. Ich gehe aber davon aus, es ist immer, es ist eine Mine explodiert, eine Seite explodiert nicht, weil wenn beide Seiten explodieren, komme ich ja nicht weiter. Dann wäre der Weg kaputt. Ja. Das heißt, dann wäre es wie eine Chance, Jigsaw 2 oder 3, wo die keine Chance hatten. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Oder ich war das schon Jigsaw 6 oder so? Saw, so geliebt, ey. Saw hieß das ja, nicht Jigsaw. Okay, hallo. Was kenn ich? Kennst du? Nein! Cube! Cube? Nee, was ist das? Das ist ein Horrorfilm, wo die in so einem Würfel sind, der aus ganz vielen Würfeln besteht. Oh, doch, das sagt mir irgendwas. Ja. Und die Würfel verschieben sich immer. Und ja, da sind okay, kenn ich. Irgendwelche Fallen, irgendwelche Laserstrahle oder ja. irgendwelche Gitter, die so einmal durchpushen und jeden zerfetzen, der da reinläuft. Oh, der Film war auch geil. Den fand ich cooler als Jigsaw. Saw. Den fandest du cooler? Okay. Ja. Aber ich muss sagen, dass hier auch nice. Was. Hier muss ich so ein bisschen arbeiten. Aber ja, Cube, Alter. Ich bin, by the way, bei einer 50-50-Chance habe ich beide Dinger gefunden. Also beide nicht bestehen. Nice. Von wie viel? Ja, von 2. Ich habe sie alle gefunden. Ach, es gab nur 2? Ich hab sie mitgenommen, ja. Ja, geil. Oder waren wirklich alles Bomben? Nee. Zwei das hast du nicht getestet. Von 4, doch. Ah, okay. Ich muss ja, es war ja, stimmt, die Minen ja. haben mich ja nach oben geführt. Und ne, ich musste ja. Ja, also die Wahrscheinlichkeit läuft bei dir. Aber das sieht schon fast so aus, als wären wir gleich fertig, oder? Könnte weißt sogar glatt so sein. Aber wenn es so verschiedene Räume geben würde, das wäre schon ziemlich sexy. Also ich würde das feiern. Ja, wow. Den nächsten haben wir auch. Rote Rakete. Dann sind wir wirklich fast durch, ne? Hochfahren, oder? Kommt hier noch irgendwas? Hier kommt sogar nicht mehr irgendwas. Hä? Musst da nur hoch? Also ich find die Aufmachung echt geil. Haben wir alle? Ich finde auch die Idee im Prinzip cool, aber wenn es das jetzt war, dann war es viel zu einfach. Digga, Jigsaw ist auf jeden Fall, ich glaube, er ist irgendwie sich den Kopf gestoßen, ist verrückt geworden. Digga, der muss in Rente, Alter, aber sowas. In so einem Babykörper feststecken geblieben. Bis er einfach keine Böshaftigkeit mehr hat. Er macht nur noch coole Rätsel. Man muss aber auch sagen, die Map hat 80%, glaube ich. Also, zockt die Map gerne mit Kollegen, hallo, versucht unsere Prozente Zeit zu schlagen. Sind ich glaube, von der Zeit sind wir schon ziemlich geil. Aber 80% heißt schon Mainstream. Guck mal, ich kick den Lachs runter und du arbeitest da weiter, ja? Schöne Arbeitsaufteilung hier. Ich arbeite ihn rein. Nice. Lachs mir mal hier den Lauch hier. Weiß auch den grünen. Lachs. Den grünen. Lachs den grün, mir den Lauch. Den grünen Senffarbenen hier. Lachs mir den Lauch, ey. Boah, doppelt gemoppelt gleich. Nice. So, mehr Speeden. Oh der yeah. rollt da gleich runter. Egal, ich brauch mehr Material hier, Alter. Ich hab schon alles eingelocht. Ja, da kommen schon die nächsten. Keine Sorge. Jetzt kommt sogar ziemlich viel auf einmal. Schneller! Ja, wo? Ich sehe doch nicht. Ah, da kommt der erste. So, den haben wir auch. Ja, da kommt der zweite. Und da kommt der dritte. Dann können wir schnell rüber hier. Let's go! Ey, Digga, oh. Also schöne kleine Map. Den kann ich sogar vielleicht. Aber way too easy. Wer mit dir, Deko? Der muss rein! Billard! Pum, 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 pum. Ja, ist Nummer uno. Okay, der ist drinne. Mach du den, ich hole mir den blauen. Fahr mal zurück. Und jetzt einfach nur rüber hier. Mach mal die Schiene. Geht! Okay, dann nicht. Ciao, Meier! Ja. Nein! Einfach besser. Ey. Digga, habt ihr gesehen, was Marvin für ein Noob ist, Alter? Richtig schlecht, der Typ. Ich bin richtig abgezogen. Viel zu einfach, ey. Viel zu einfach, Marvin. Viel zu einfach. Sechs! 6 Minuten 14, 10 Minuten Challenge. Easy gewonnen. Ich würde sagen, da Deko es gerade richtig heftig geschafft hat, durch dieses kleine Löchlein zu gleiten und hier auch alles ziemlich schnell zu rasieren. Nein. Hast du. Doch, hast du so viel Glück, nochmal am Rad zu drehen. Ich mach's auf jeden Fall. Bin im Casino. Das Auto sieht gar nicht so kacke aus. Unbedingt haben möchte ich es aber eigentlich nicht. Also, neue Kleidung wäre noch viel geiler, muss ich sagen. Aber das Auto, ja, vielleicht
nehmen und verschenken. Muchachos, wer will das Auto haben? Hallo. Wir spenden es an euch. Mystery will ich mal wieder haben. Das wäre nice. Mystery! Mystery! Und... Digga, fast das Auto bekommen! Aber 50.000, Digga, ich glaube, mehr Geld geht gar nicht. 50? Alter, nice. Ja, 50.000 ist geil. Such mal, ist 50 das höchste? Mhm. Okay. Ja. Strong. Also, geil. Das Beste, was man haben kann. Neben Kleidung natürlich. Okay, Muchachos, jetzt kommt Deko. Wir haben heute schon gesehen, dass Marvin ein mieser Amateur ist. Und deswegen, oh, das ist ja hier, das wäre standesgemäß, oder? In so einem Lincoln oder sowas. Ich glaube, das wäre in echt ein Lincoln oder Lexus. Da fahren wir jetzt zum Friseur. Okay. 3, 2, 1, Schmettern! Alter, er ballert richtig durch. Ah. 15.000 Jetons! Yes! Naja, okay, gut, ne? Das machst du nix. Die Karre, haut mir in die Kommentare, wie sie heißt und was sie kostet. Vielleicht kaufe ich mir die ja in echt. Ja, ich werde jetzt nochmal mein letztes Geld hier beim einarmigen Banditen lassen. Danach bin ich wieder komplett blanko. Also, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben zwirbeln. Jawohl, wieder was gewonnen. Und checkt gerne die Beschreibung. Da könnt ihr nämlich auch was gewinnen. Von Instant Gaming. Macht da gerne mit. Jeden Monat neue Gewinnchancen. Komplett gratis, ja? Wenn ihr mal wieder alles in orkische Aktien investiert habt und mal wieder bei Null seid. Also, Daumen nach oben. Bis dann. Reingehauen. Immer diese Orks.